Ich fass an meine Nase und an meine Ohren. Ich leg den Kopf nach hinten und leg den Kopf nach vorn. Dann hebe ich den rechten Arm und das linke Bein. Dann hebe ich den linken Arm und das rechte Bein. Dann geh ich in die Hocke und stehe wieder auf und mache um mich selbst einen kleinen Dauerlauf. Mit einer kleinen Erwärmungsübung für alle ging der Nachmittag los. Zum Internationalen Kindertag war auch im Hort der Kita Freundschaft der Ausnahmezustand angesagt. Weil die Einrichtung Mitglied der Olympischen Gesellschaft ist, stand der Tag natürlich ganz unter dem Motto Sport. Mit einem kleinen Laufzettel konnten die Kinder alle einzelnen Stationen passieren. Und die Kids haben sich viel vorgenommen. Also ich möchte dann noch auf den Sportplatz und auf die Hüpfburg. Also ich würde als nächstes auch Torwand schießen. Ich werde auch sicher in die Vitaminbar gehen. Ich werde auch sicher von Autogramms von den Energiespielern heute abholen, die heute da sind. Ja, und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde jetzt noch Dosenschießen machen, dann die Hüpfburg, dann an der Futibar oder wie hieß. Und dann werde ich weitersehen. Hauptattraktion war für die Kinder natürlich die große Hüpfburg und die Kletterwand. Aber auch die Erzieher haben überall mal mitgemacht. Hortleiterin Bettina Hoffmann hat die Fahrradstation sogar eröffnet. Für sie ist der Sport aber nicht das Wichtigste an dem Tag. Was vielleicht dieses Jahr besonders ist, ist, dass wir, und das ist der Gedanke der Kinder gewesen, nicht unserer, dass sie gesagt haben, es gibt auch Kinder, denen geht es nicht so gut wie uns. Und da haben sie sich was überlegt, dass sie Geld sammeln wollten, um den Kindern das zu überreichen. Die Einnahmen will die Kita für das Kinderhospiz der Johanniter spenden. Aber nicht nur durch die Verpflegungsstände soll Geld gesammelt werden. Die Kinder haben sich dafür zusätzlich noch etwas ausgedacht. Für den Basar hat jeder ein Spielzeug von zu Hause mitgebracht. Im Vordergrund stand für die Kleinen aber immer noch der Spaß. Und so soll es ja am Kindertag auch sein.